Heute zeige ich euch, wie man so einen Sahnespender reinigt oder am besten reinigt. Und zwar, da drin gibt es mehrere Teile, wo ihr nicht in die Geschirrspülmaschine machen dürft. Also die Spitze, die dürft ihr zum Beispiel reinmachen in die Geschirrspülmaschine. So, bevor ihr jetzt das Teil aufdreht, müsst ihr zuerst mal das komplette Gas ablassen. Und zwar, ich mache das kurz in die Spüle rein. So, jetzt ist das ganze Gas der CO2-Kartusche weg. Dann könnt ihr nochmal hier auch, also dieses Teil hier braucht ihr in der Regel überhaupt nicht zu reinigen, weil das könnt ihr eigentlich, sobald ihr mal das Gas reingemacht habt, wegmachen. Da gibt es in der Regel auch diesen schwarzen Ding, den könnt ihr dann so drauf machen und fertig. Ja. So. Aber dieses Teil, wenn es sein muss, kann in die Geschirrspülmaschine, diesen Tropfen auch, ist kein Problem. So, aber jetzt müssen wir hier mal aufdrehen und dann gibt es da drin Sachen, die dürfen nicht in die Geschirrspülmaschine. Und zwar, also dieser Behälter an sich, den könnt ihr rausspülen und in die Geschirrspülmaschine machen. Das ist gar kein Problem. In der Spüle spüle ich das auch ein bisschen vor und dann kann das in die Geschirrspülmaschine. So. Und jetzt hier das auch ein bisschen ausspülen, bevor ihr das reinigt. Und zwar, das ist jetzt wichtig, dass ihr das nicht in die Spüle macht. Und zwar, das ist nämlich hier diese Dichtung, diese Hauptdichtung, die würde porös werden in der Spüle oder in der Geschirrspülmaschine. Und dann gibt es hier drinnen diesen Tropfen, ja, den dürft ihr auch nicht reinmachen und das Hauptteil hier auch nicht. So, wenn nicht in die Geschirrspülmaschine, dann ist die Frage, wohin macht man das Teil sonst, damit man das gut reinigt. Und zwar, ich mache das so, ich habe hier schon kochendes Wasser vorbereitet und fülle die Schale einfach mit kochendem Wasser. Ja. Und lasse das so einfach in kochendem Wasser. Ihr seht, das Wasser wird sofort trüb. Das Fett aus der Sahne, das da drin ist, das geht sofort ins Wasser über. Und ich mache das dann einfach zweimal. Und danach sind wir fertig. Und ihr könnt das Ganze trocknen und wieder zusammenschrauben. Aber wichtig ist die Teile, die ihr jetzt gesehen habt, also das innere Teil, diese Hauptdichtung, diesen Metallpfropfen mit den kleinen kreisförmigen Dichtungen dran, den auf keinen Fall in die Geschirrspülmaschine machen, weil die Gummis werden mit der Zeit, wenn ihr das öfters reinmacht, einfach spröde. Wenn ihr es so macht, bleiben euch die Gummis erhalten und ihr habt kein Problem. Hier seht ihr jetzt den zweiten Vorgang. Also das heißt, ich gieße da noch ein zweites Mal Wasser rein. Und dann seht ihr, es ist schon wesentlich sauberer. Und jetzt lasse ich das Ganze einfach so abkühlen. Und dann ist wirklich der größte Anteil des Fetts draußen. Und man kann das, die restlichen Teile und die Dichtungen dann als sauber bezeichnen. Dann würde ich sie einfach nur noch mal unter kaltem Wasser abspülen und dann ist sie weit sauber.